Herzlich willkommen zu Klartisch, dem Podcast von Lebensmittelklarheit.de. In diesem Podcast geht es um potenziell irreführende Angaben auf Lebensmittelverpackungen, um die Marketingtricks der Lebensmittelwirtschaft und auch darum, wie eine klare und verständliche Kennzeichnung auf Lebensmitteln aussehen sollte. Mein Name ist Nicole Schöppler und ich gehöre zum Team von Lebensmittelklarheit. In dieser Folge wollen wir uns einem Thema widmen, das bei manchem die Augen strahlen lässt und bei dem andere sofort in den Kampfmodus schalten. Die Rede ist von Zucker. Tja, und der ist ja bekanntlich nicht nur süß, sondern gilt als krank und Dickmacher. Sicherlich ein Grund, warum immer mehr Hersteller damit werben, dass ihre Produkte weniger süß sind oder nur natürliche Süße enthalten, beziehungsweise Süße nur aus Früchten. Aber was bedeutet das alles überhaupt? Sind diese Zuckeralternativen wirklich besser? Und was steckt hinter diesen ganzen Süßeversprechen? Um diese Frage zu klären, habe ich mir heute hier im Podcast gleich zwei Expertinnen ins Studio eingeladen. Und zwar zum einen Caroline Krieger, Referentin für Ernährungspolitik beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Herzlich willkommen, liebe Caroline. Hallo, liebe Nicole. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und zum anderen Stefanie Wetzel, die Koordinatorin des Projekts Lebensmittelklarheit. Schön, dass auch du dabei bist, Stefanie. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Nicole. In den kommenden Minuten klären wir zusammen, hinter welchen Namen versteckt sich Zucker? Sind Zuckeralternativen wie Apfelsüße oder Agavendicksaft wirklich gesünder? Und in unserer Rubrik Alles klar wollen wir die Frage klären, wie viel Zucker steckt eigentlich in Tütensuppe, Fertigpizza und Weißkrautsalat? Zucker ist ein Thema, das viele umtreibt. Wer viel Zucker isst, der kann Karies bekommen, der kann übergewichtig werden und läuft damit auch Gefahr, zum Beispiel an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Nun essen wir gerade in der Weihnachts- und Winterzeit alle wahrscheinlich einiges mehr an Zucker als sonst im Jahr. Aber allein, wenn ich mir mein persönliches Umfeld anschaue, gibt es da wirklich einige, die ihren Zuckerkonsum reduzieren wollen? Die kaufen dann bewusst Produkte mit weniger Zucker oder auch Produkte, die mit Zuckeralternativen gesüßt sind. Und man sieht ja auch in den Regalen immer mehr solcher Lebensmittel. Ist das denn nur ein neuer Trend, den die Lebensmittelwirtschaft für sich entdeckt hat? Oder ist das Problembewusstsein für Zucker in der allgemeinen Bevölkerung tatsächlich gestiegen? Ich würde sagen, die Aktivitäten der Lebensmittelhersteller und das Kaufverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher hängen zusammen. Weil die Lebensmittelhersteller reagieren natürlich auf das, was Verbraucher wollen und machen deshalb auch bestimmte Werbeversprechen. Und andersherum locken eben viele Lebensmittel mit tollen Werbebotschaften, die wir Verbraucher dann auch ausprobieren möchten oder eben auch kaufen möchten. Aber was ist Verbraucherinnen und Verbrauchern wichtig? Werden sie beispielsweise gefragt, was ihnen beim Essen wichtig ist, dann antworten 89%, gesund muss es sein. Wir haben auch in einer Befragung herausgefunden, dass eine deutliche Mehrheit, und zwar 74% der Verbraucher, gesetzliche Maßnahmen, und damit meine ich beispielsweise klare und verbindliche Regeln, befürworten, damit eben Fertiglebensmittel weniger Zucker enthalten. Und das zeigt aus unserer Sicht auf jeden Fall, dass die Menschen weniger Zucker wollen. Das zeigt auch eine Studie im Auftrag des Projekts Lebensmittelklarheit, das ich koordiniere. Und zwar, Zucker hat Fett als Nährstoff mit dem schlechtesten Image abgelöst und natürlich auch nicht zu Unrecht. In der Studie wurden Verbraucherinnen und Verbraucher zu zwei Dingen befragt. Zum einen, für wie gesund sie die verschiedenen süßenden Lebensmittel halten, also sowas wie Zucker, Honig, Agavendicksaft. Und zum anderen die Erwartung an die Zusammensetzung von Produkten, die mit weniger süß oder ähnlichen Hinweisen beworben werden. Und die Studie zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher Zucker als Lebensmittelzutat überaus kritisch bewerten. 86,1% der Befragten sind der Auffassung, dass Zucker heute zu viel verwendet wird. Und nur 11% der Befragten in unserer Studie haben gesagt, die Diskussion für Zucker, die halten wir für übertrieben. Das ist deutlich über 86%. Es ist also nicht nur meine persönliche Beobachtung, sondern tatsächlich will eine große Mehrheit in der Bevölkerung weniger Zucker in Lebensmitteln. Und häufig steckt der Zucker ja auch in Produkten, die gar nicht unbedingt süß schmecken, wie zum Beispiel im Ketchup. Das ist ja so ein Klassiker, den mittlerweile jeder kennt. Aber auch in ganz vielen anderen Produkten steckt Zucker und man merkt es häufig gar nicht, dass man Zucker isst. Um dem entgegenzuwirken, wäre ja der logische Schluss dann, den Zucker irgendwie im Angebot zu reduzieren oder in den Produkten zu reglementieren. Dann müssten sich ja eigentlich alle gesünder ernähren, oder? Also erstmal ja, genau. Zucker in Fertiglebensmitteln und Getränken zu reduzieren, ist ein logischer Schluss und das ist auch notwendig. Es reicht aber allein nicht aus, denn es geht auch bei einer gesunden oder ungesunden Ernährungsweise
ja nicht nur um den Zucker. Es geht auch um ein zu viel an Salz oder an bestimmten Fetten oder auch um ein zu viel an der Energiezufuhr insgesamt. Der Verzehr von Fertiglebensmitteln mit viel Zucker, Salz oder gesättigten Fetten ist nicht der einzige Grund für eine unausgewogene Ernährung, aber ein Teil des Problems und eines, an dem die Lebensmittelwirtschaft wirklich etwas ändern kann. In Deutschland hat die Bundesregierung im Jahr 2019 deshalb eine nationale Reduktionsstrategie für weniger Zucker, Fett und Salz in Fertiglebensmitteln auf den Weg gebracht. Es geht also darum, Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten zu verringern. Die Lebensmittelwirtschaft war, neben vielen anderen auch, in diesen Prozess eingebunden und hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 bestimmte Reduktionsziele zu erreichen. Also beispielsweise weniger Zucker in Erfrischungsgetränken oder weniger Salz in der Tiefkühlpizza. Es wird also von der Politik gesehen, dass etwas passieren muss. Das finden wir vom Verbraucherzentrale Bundesverband auch gut. Doch die Strategie hat aus unserer Sicht einen Haken. Sie ist nämlich freiwillig. Die neue Bundesregierung will jetzt laut Koalitionsvertrag Reduktionsziele für bestimmte Zielgruppen erarbeiten lassen. Was genau das heißt, muss sich zeigen. Bisher gibt es keinerlei konkrete Ankündigungen dazu. Um aber nochmal auf den Zucker in Lebensmitteln zurückzukommen, es ist ja so, dass Verbraucherinnen und Verbraucher den Zucker in Produkten gar nicht so leicht erkennen können. Er versteckt sich nämlich hinter vielen verschiedenen Begriffen. Und nicht nur der reine Haushaltszucker trägt zum Zuckergehalt in Lebensmitteln bei, sondern auch süßende Zutaten wie Fruchtsaft oder Trockenobst sind letztendlich Zucker. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Der Haushaltszucker gilt ja gemeinhin als der böse Zucker. Passend zur Jahreszeit haben wir hier im Studio eine Tüte Lebkuchen auf dem Tisch stehen. Und wenn ich mir da jetzt mal die Zutatenliste anschaue, dann stehen da, ich würde sagen, mindestens zwei Begriffe neben dem eigentlichen Zucker, hinter denen sich wahrscheinlich auch Zucker versteckt. Nämlich, ich lese mal vor, Glucose-Fructose-Sirup und Karamellzuckersirup. Das ist doch auch beides Zucker, oder? Ja, da muss ich dir recht geben, liebe Nicole. Wie Caroline auch schon gesagt hat, Zucker hat viele Namen und viele andere Zuckerarten sind mit Haushaltszucker eng verwandt. Sie sind also chemisch betrachtet ebenfalls Ein- und Zweifachzucker, die sehr schnell ins Blut übergehen und auch schnell einen Blutzuckeranstieg bewirken. Und das ist ja eigentlich in einer ausgewogenen Ernährung gerade nicht so erwünscht. Als Zucker in der Zutatenliste wird allerdings nur der Haushaltszucker oder die Saccharose deklariert. Alle anderen Zuckerarten und süßenden Zutaten stehen mit ihrem rechtlich vorgeschriebenen Namen in der Zutatenliste. Also zum Beispiel steht dann da Laktose oder Maltose oder Glucose-Fructose-Sirup, wie er im Lebkuchen steckt. Das heißt, es sieht nach Zucker nicht aus, ist aber doch ein Ein- oder Zweifachzucker, also ganz tückisch für VerbraucherInnen. Und im Groben kann man die süßenden Zutaten in drei Kategorien einteilen. Das sind nämlich einmal die verschiedenen Zuckerarten, Saccharose, also der Haushaltszucker, Fruchtzucker oder Fructose, Traubenzucker, das ist die Dextrose, also der Traubenzucker, den ich auch mal so zwischendurch einwerfe, ist also nichts anderes als ein einfaches Monosaccharid. Und die zweite Kategorie sind sonstige süßende Lebensmittel. Das sind dann Honig, das sind Dicksäfte, Traubenfruchtsüße. Als dritte Kategorie sehen wir an von Natur aus zuckerhaltige oder zuckerreiche Lebensmittel. Früchte, Fruchtpürees, Fruchtkonzentrate gehört dazu zum Beispiel. Das heißt, es sind unheimlich viele Bezeichnungen, die nicht Zucker heißen, die aber im Grunde Mono- und Disaccharide sind und sich im Körper ähnlich verhalten. Und auch viele Lebensmittel enthalten von Natur aus Zucker, zum Beispiel das Magermilchpulver. Da würde doch niemand dran denken, dass das auch Zucker enthält. Und alle diese Zutaten tragen letztendlich zu dem Gesamtzuckergehalt eines Lebensmittels bei. Ja klar, wenn man drüber nachdenkt, im Magermilchpulver steckt natürlich Milchzucker. Da muss ich jetzt gleich nochmal auf meine Lebkuchenverpackung schauen. Nee, Magermilchpulver ist da nicht drin. Aber das hätte ich tatsächlich jetzt nicht als Zucker erkannt. Aber auch bei manchen Zuckeralternativen, die du genannt hast, wie die Fruchtpürees zum Beispiel, da denke ich ja auch nicht automatisch an Zucker. Und gleichzeitig entsteht der Eindruck, das Produkt sei dadurch irgendwie natürlicher oder ausgewogener oder gesünder. Ja, und es klingt doch einfach besser, als wenn da nur Zucker als Zutat draufsteht. Auf lebensmittelklarheit.de gibt es dazu auch eine Frage einer Verbraucherin, die hat auf einem Joghurt die Angabe Rübenzucker gefunden und wollte dann wissen, ob hinter der Bezeichnung Rübenzucker nicht letztendlich nur ganz normaler Haushaltszucker steckt.
denn der wird ja gewöhnlich aus Zuckerrüben gewonnen. Die Verbraucherin, die schreibt, das Wort Rübenzucker klingt irgendwie positiver, als wenn lediglich Zucker genannt wäre. Und ich muss sagen, das geht mir ganz genauso. Die Lebensmittelklarheit-Redaktion hat das dann geprüft und ihrer Ansicht nach handelt es sich wahrscheinlich wirklich um ganz gewöhnlichen raffinierten Zucker. In dem Fall scheint das Wort Rübenzucker also nur aus Imagezwecken benutzt worden zu sein. Aber was ist denn mit den Produkten, mit diesen Zuckeralternativen, also wie zum Beispiel Traubenfruchtsüße oder Agavendicksaft oder Fruchtpulver? Sind die denn wenigstens gesünder, als wenn da nur klassischer Haushaltszucker drinstecken würde? Leider nein. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Aus ernährungsphysiologischer Sicht spielt es kaum eine Rolle, aus welcher Quelle der Zucker stammt. In der Regel bieten diese Zuckeralternativen keine wesentlichen gesundheitlichen Vorteile. Sie werden ähnlich wie Zucker vom Körper verarbeitet und liefern in der Regel auch genauso viele Kalorien. Pflanzliche Dicksäfte, Sirupe, unraffinierte Zuckersorten haben zwar im Gegensatz zum reinen Haushaltszucker geringfügige Anteile an Mineralstoffen und Vitaminen, aber das ist nicht genug, dass es zur Versorgung mit Nährstoffen beiträgt. Das ist ein Problem, weil Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich, wenn sie das nicht wissen, unbewusst mehr Zucker zu sich nehmen, als sie denken, ja, weil sich eben so viele Zuckerarten hinter anderen Namen verbergen. Das heißt also, Zucker ist Zucker, egal wo er herkommt. Es macht praktisch gar keinen Unterschied, ob ein Produkt mit normalem Haushaltszucker oder einer Zuckeralternative gesüßt wurde. Dabei versprechen sich ja viele, die sich gesünder ernähren wollen, gerade von Zuckeralternativen einen echten Mehrwert oder Vorteil. Natürlich kann ich Zucker durch Zuckeralternativen ersetzen, aber wie Stefanie schon gesagt hat, bieten die Zuckeralternativen nicht so viel Mehrwert im Vergleich zum normalen weißen Haushaltszucker. Die beste Alternative für weniger Zucker ist, weniger Zucker verwenden. Okay, das ist ein bisschen ernüchternd, aber auch ein sehr guter Tipp. Und ich muss sagen, die vielen Möglichkeiten, Dinge zu süßen, die machen das Ganze ja gefühlt noch unübersichtlicher. Durch die vielen Namen für Zucker in der Zutatenliste ist es ja für Verbraucherinnen und Verbraucher total schwierig zu erkennen, wie viel Zucker einem Lebensmittel nun tatsächlich beigemischt wurde, oder? Das ist richtig. Wie viel Zucker einem Lebensmittel hinzugefügt wurde, und damit meine ich alle Zuckerarten und Varianten, ist faktisch nicht zu erkennen. Also wie viel Zucker jetzt zum Beispiel einem Apfelmus oder einem Joghurt zugesetzt wurde. Weil Apfelmus oder Joghurt enthalten ja schon von Natur aus Zucker. Also im Apfelmus steckt Fruchtzucker aus den Äpfeln oder in dem Joghurt eben die Laktose. Was man aber erkennen kann, ist der Gesamtzuckergehalt des Lebensmittels. Denn der steht in der Nährwerttabelle, die auf nahezu allen verpackten Lebensmitteln zu finden ist. Und die Tabelle ist auch verpflichtend vorgeschrieben. Gesamtzuckergehalt heißt, es wird der enthaltene Zucker in einer Zahl zusammengefasst. Hier ist also der zugefügte Zucker und der von Natur aus enthaltene Zucker mit gemeint. Wir können also schon mal festhalten, Zucker bleibt Zucker, egal aus welcher Quelle er stammt. Und um sich nicht von gesund klingenden Süßeversprechen auf Produkten täuschen zu lassen, schaut man am besten in die Nährwerttabelle, wie viel Zucker wirklich drin ist. Aber wie wirken sich Werbeversprechen wie Süße nur aus Früchten auf Produkten eigentlich auf unser Kaufverhalten aus? Die Antwort darauf gleich. Erstmal wollen wir uns hier im Lebensmittelklarheit-Podcast unserer Rubrik Alles klar widmen und eine Runde zusammenrätseln. Stefanie, Caro, was habt ihr Schönes mitgebracht? Tja, wir haben bis jetzt ja viel über Zucker gesprochen, der sich hinter verschiedenen Namen versteckt. Wir würden dir gern jetzt mal drei Lebensmittel bzw. Produkte nennen. Und deine Aufgabe ist es zu schätzen, wie viel Zucker da jeweils drin ist, okay? Okay, ich versuch's. Soll ich die Zuckermenge in Gramm oder in Zuckerwürfeln schätzen? Du kannst gerne die Menge in Zuckerwürfeln schätzen. Ein Zuckerwürfel entspricht ja ungefähr 3 Gramm. Also los geht's. Das erste Produkt ist eine Tomatenfertigsuppe, aus der man 150 Milliliter, also ca. eine Tasse, Suppe machen kann. Das zweite ist eine handelsübliche Tiefkühlpizza, Margherita, mit 360 Gramm Gewicht. Übliche Menge. Und das dritte Produkt ist ein Becher Weißkrautsalat, der wiegt ungefähr 220 Gramm. Okay, und ich soll jetzt schätzen, wie viele Zuckerwürfel da jeweils drin sind in den Produkten. Genau. Okay, die Tomatensuppe, die erinnert mich gleich irgendwie an Ketchup. Da schätze ich mal, in so einer Tasse sind bestimmt 3 Stück Würfelzucker drin. Dann die Pizza zum Aufbacken. Ja, Margherita, das ist ja auch so ein Fertigprodukt. Da versteckt sich auch häufig Zucker drin, habt ihr schon gesagt. Also da denke ich, nicht ganz so viel wie in der Tomatensuppe, vielleicht 2 Zuckerwürfel. Und dann der Weißkrautsalat. Ist da überhaupt Zucker drin? Vielleicht so ein bisschen zum Abschmecken?
Da sage ich mal ein Zuckerwürfel. Also 3, 2, 1 ist meine Antwort. Vermutlich komplett falsch, oder? Ja, du liegst doch etwas daneben. Nur bei der Tomatenfertigsuppe hast du fast richtig geschätzt. Das Produkt, was wir hier haben, hat nicht ganz 3 Stück Würfelzucker, aber fast. Nämlich 2,5 Stück auf die 150 Milliliter, also knapp die eine Tasse. Bei der Pizza Margherita lagst du doch etwas daneben. Da kannst du deine Schätzung von 2 Würfelzucker mindestens verdoppeln. In der Pizza, die wir hier haben, stecken laut der Nährwerttabelle umgerechnet rund 4,5 Stück Würfelzucker. Beim Weißkrautsalat muss ich dich leider enttäuschen. Da lagst du komplett daneben. Echt? Da hast du ja ein Stück Würfelzucker pro 220 Gramm Becher geschätzt. Mhm. Tatsächlich haben wir hier einen Krautsalat mit 9 Stück Würfelzucker. Krass. Zucker liefert ja nicht nur Geschmack, sondern macht auch haltbar, stabilisiert oder macht ja auch was für die Konsistenz von Lebensmitteln. Mhm. Es gibt eine Reihe von pikanten Produkten, in denen gar keine oder nur wenige süßende Zutaten vermutet werden, wie beispielsweise hier unser Krautsalat. Da geht es nicht nur dir so, liebe Nicole. Ja, 9 Stück Würfelzucker. Also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und wenn ich mir jetzt eure Produktauswahl mal als Menü vorstelle, also als Vorspeise die Tomatensuppe, dann als Hauptgericht die Pizza und dazu noch ein bisschen nebenher etwas Krautsalat, dann wären das ja insgesamt über 16 Stück Würfelzucker. Unfassbar! Fakt ist also, viele von uns essen zu viel Zucker und die Anbieter machen es uns nicht unbedingt leichter, ihn zu erkennen und zu vermeiden. Vielmehr noch, verschiedenste Versprechen zur Süße auf Produkten beeinflussen tatsächlich unser Kaufverhalten. Also Werbeaussagen wie mit Honig gesüßt, Süße nur aus Früchten, weniger süß, ohne Zuckerzusatz und so weiter und so fort. Die machen was mit uns. Solche Versprechen zur Süße werden auch Süße-Claims genannt. Und wie die wirken, hat das Projekt Lebensmittelklarheit in einer Studie untersucht. Was genau habt ihr da gemacht, Stefanie? Das Projekt Lebensmittelklarheit wollte wissen, was Verbraucherinnen und Verbraucher über Produkte denken, die solche Hinweise tragen. Denken sie zum Beispiel, dass sie gesünder sind? Und die Ergebnisse der Studie waren durchaus überraschend. Beim Hinweis zuckerfrei denkt zum Beispiel knapp ein Viertel der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass das Produkt wenig Kalorien hat. Das muss aber gar nicht der Fall sein. Das Produkt kann ja aufgrund eines hohen Fettgehalts sehr kalorienreich sein. Das heißt, Verbraucher generalisieren solche Hinweise. Sie beziehen sie nicht nur auf die Bedeutung im engeren Sinne, zuckerfrei, sondern sie nehmen dann auch an, dass das Produkt kalorienärmer ist, gesünder als ein Vergleichsprodukt ohne solche Hinweise. Und dieser Effekt hat sogar einen Namen, das ist der Health-Hello-Effekt, also der Gesundheits-Heiligenschein-Effekt, der durch Werbehinweise hervorgerufen wird. Besonders tückisch ist auch der Hinweis weniger süß. 27% der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Studie denken, dass das Produkt weniger Kalorien hat. 19% halten es für gesünder. Wenn man das dann auf Verkaufszahlen bezieht, dann macht das schon einen gewissen Unterschied aus. Außerdem haben wir uns angeschaut, wie sich bestimmte Werbeaussagen auf die Bereitschaft zu kaufen auswirken. Und da hat die Studie gezeigt, dass Hinweise wie Süße nur aus Früchten die Kaufbereitschaft stark erhöhen. In diesem Falle sagen 70% der Befragten, dass sie Produkte mit diesem Hinweis Süße nur aus Früchten eher kaufen würden als Produkte ohne diesen Hinweis. Aus den Antworten der Verbraucherinnen und Verbraucher geht also hervor, dass süße Hinweise, die auf Natürlichkeit abstellen, also sowas wie mit Honig gesüßt, ohne künstliche Süßstoffe oder eben das Süße nur aus Früchten, besonders stark zum Kauf animieren. Spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch viele Produkte betrifft, die sich speziell an Kinder richten und durch diesen Gesundheitsheiligenschein, wie du ihn genannt hast, dann auf die Eltern weniger ungesund wirken sollen. Caro, du beschäftigst dich in deiner Arbeit doch viel mit Werbung, die sich an Kinder richtet. Gab es denn da auch Erkenntnisse in der Studie zu Kinderprodukten? Ja, die Studie des Projekts Lebensmittelklarheit hat ähnliche Ergebnisse auch für Produkte mit Kinderaufmachung beziehungsweise für Lebensmittel mit Kinderoptik herausgefunden. Und darunter verstehen wir Lebensmittel, die auf ihren Verpackungen beispielsweise Comic-Charaktere wie Prinzessinnen oder Tiere haben. Wenn auf solchen Lebensmitteln mit einer Aussage wie beispielsweise mit Apfelsüße geworben wurde, dann haben die Befragten die Nährwerteigenschaften deutlich besser eingeschätzt, als sie in Wirklichkeit waren. Beispielsweise halten mehr als die Hälfte der Befragten eine Kindertomatensoße mit der Werbung mit Apfelsüße für gesund.
Und wenn es keine solche Werbung gibt, also ohne so eine ausdrückliche Kennzeichnung vorne drauf, halten nur knapp 40% die Kindertomatensoße für gesund. Da haben wir also eine Steigerung von über 10% in der positiven Einschätzung des Produkts. Und zwar nur durch diese Werbebotschaft mit Apfelsüße auf der Verpackung. Kinderprodukte werden durch natürliche süße Werbeaussagen deutlich aufgewertet. Und das, ohne dass die Produkte irgendwie gesünder sein müssen. Man sieht also, das Marketing, gerade das für Kinderprodukte, scheint ziemlich gut zu funktionieren. Und man kann es den Eltern ja auch gar nicht verdenken, dass sie eher zu Produkten mit Aussagen wie mit Traubenzucker oder mit der Süße nur von Früchten greifen. Das klingt halt einfach gesünder, auch wenn sie es nicht sind. Ja, absolut. Aber das an Kinder gerichtete Lebensmittelmarketing bzw. die Werbung an Kinder ist ja noch viel umfangreicher und ausgeklügelter. Es gibt jede Menge Produkte mit viel Zucker, Fett oder Salz, die Kinder mit Comicfiguren oder ähnlichem locken. Tag aus, Tag ein kommen Kinder und Jugendliche mit Werbung für ungesunde Lebensmittel in Berührung. Beispielsweise im Fernsehen oder in den sozialen Medien. In einer Verbraucherbefragung unter Eltern und Großeltern haben wir, also der Verbraucherzentrale Bundesverband, herausgefunden, dass sich überwältigend viele, nämlich 93%, wünschen, dass Lebensmittel, die für Kinder beworben werden, bestimmte Anteile an Zucker, Fett oder Salz nicht überschreiten. Immerhin, die Bundesregierung erarbeitet gerade einen Gesetzentwurf zu diesem Thema. Das ist tatsächlich ein Meilenstein, dass das passiert. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was konkret vorgeschrieben werden wird. Wir haben gemeinsam mit Gesundheitsverbänden einen Vorschlag erarbeitet, den auch Elternverbände, Krankenkassen, Kinderrechtsorganisationen und Ernährungsorganisationen unterstützen. Wir drängen alle gemeinsam darauf, dass die Regelung ehrgeizig und umfassend wird. Eines unserer gemeinsamen Ziele ist zum Beispiel, dass es zwischen 6 und 23 Uhr im Fernsehen und bei Streamingdiensten keine Werbung mehr für unausgewogene Lebensmittel oder auch ungesunde Lebensmittel gibt. Ein weiteres Ziel ist es, dass Influencer auch nur noch Werbung für bestimmte ausgewogene Lebensmittel machen dürfen. Aber auch Außenwerbung, also beispielsweise Plakatwerbung, muss geregelt werden. Daher ist es ebenfalls wichtig, dass es in einem Umkreis von 100 Metern rund um Schulen, Kitas und Spielplätze, also überall dort, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten, nicht mehr für Ungesundes geworben werden darf. Ja, das klingt alles ziemlich logisch und sinnvoll und wahrscheinlich müsste sich auch etwas bei den süßen Werbebotschaften auf Lebensmitteln ändern. Denn wie ihr geschildert habt, erzeugen Slogans wie Süße nur aus Früchten oder weniger süß ja bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine falsche Erwartungshaltung. Gibt es denn irgendwelche gesetzlichen Regelungen dazu? Also, wann darf ein Produkt denn als weniger süß, als zuckerarm und so weiter betitelt werden? Es kommt da tatsächlich darauf an, von welchen Botschaften oder Aussagen wir sprechen. Nicht gesetzlich geregelt ist zum Beispiel die Werbung mit weniger süß. Bei der Botschaft weniger süß handelt es sich wirklich um eine Geschmacksangabe. Das heißt, sie bedeutet überhaupt nicht, dass zwingend weniger Zucker enthalten ist. Auch nicht gesetzlich geregelt sind Aussagen wie mit Traubenzucker, mit der Süße von Früchten, mit natürlicher Fruchtsüße oder Zuckerauszug aus Trauben. Das hört sich alles super toll an, aber eben, wenn es nicht gesetzlich geregelt ist, weiß man im Grunde nicht exakt, was dahinter steht. Zum Glück gibt es aber auch Aussagen, die gesetzlich geregelt sind. Dazu gehören Aussagen wie zuckerarm, zuckerfrei, zuckerreduziert oder ohne Zuckerzusatz. Diese Werbeaussagen dürfen nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden. Ich nenne sie hier jetzt nicht alle, aber ein, zwei Beispiele. Zuckerarm kann ein Produkt zum Beispiel heißen, das im Produkt maximal 5 Gramm Zucker pro 100 Gramm Produkt hat oder bei Getränken 2,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Und dann gibt es noch den Begriff zuckerreduziert. Hier muss der Zuckergehalt 30% niedriger liegen gegenüber vergleichbaren Lebensmitteln. Oder ohne Zuckerzusatz, da dürfen dann zumindest keine Ein- und Zweifachzucker oder andere Zutaten zum Süßen verwendet werden. Ja, also das heißt, ohne Zuckerzusatz heißt überhaupt nicht, dass kein Zucker enthalten ist. Das ist wirklich tricky. Ich sehe schon, das ist gar nicht so einfach, da den Überblick zu behalten. Gerade wenn man Werbeslogans wie weniger süß und Zucker reduziert gegenüberstellt. Klingt ganz ähnlich, heißt aber was völlig anderes. Das zeigt, man sollte solchen Werbeversprechen nicht uneingeschränkt Glauben schenken. Lieber noch einmal genau hinschauen, wie viel Zucker tatsächlich drinsteckt. Was müsste sich denn aus eurer Sicht ändern in Bezug auf die Kennzeichnung von Zucker in Produkten?
Also in der Nährwerttabelle auf der Rückseite von verpackten Lebensmitteln kann man ja den Gesamtzuckergehalt nachlesen. Wenn man sich aber gerade nicht wirklich gut auskennt, ist das erstmal nur eine Zahl. Nicht jeder kann damit einschätzen, ob das Lebensmittel im Vergleich zu einem anderen insgesamt ausgewogener oder weniger ausgewogen ist. Um das Ganze besser einordnen und einschätzen zu können, hilft eine Nährwertkennzeichnung, wie der Nutri-Score. Den kennen vermutlich schon einige. Das ist diese kleine Ampel mit den Buchstaben A bis E, die seit einiger Zeit auf manchen Lebensmitteln zu finden ist. Den dürfen Hersteller seit dem Jahr 2020 bei uns nutzen. Aber nicht alle tun es. Hier haben wir wieder das Problem mit der Freiwilligkeit. Nur die EU könnte den Nutri-Score verpflichtend machen. Und das hat sie bisher nicht. Wir vom Verbraucherzentrale Bundesverband setzen uns deshalb dafür ein, dass sie das tut und den Nutri-Score verpflichtend macht. Und wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber auch an dieser Stelle möchte ich noch mal unterstreichen, wie wichtig auch eine umfassende gesetzliche Regelung ist, wenn es um an Kinder gerichtetes Lebensmittelmarketing geht. Ja, und da wären wir ja auch wieder bei der süße Werbung. Also all diese weniger süß oder nur natürliche Süße versprechen, da müsste sich ja auch etwas tun, oder Stefanie? Das sehe ich auch so. Wir brauchen dringend strengere Regeln, wann süße Claims verwendet werden dürfen. Denn sie werden ja von Verbraucherinnen und Verbrauchern als Gesundheitsaussage interpretiert. Das haben wir ja gerade gesehen oder gehört. Ein Lebensmittel, das nur natürliche Süße verspricht, wie der Claim ohne Zuckerzusatz, Süße nur aus Früchten, spiegelt der Mehrheit der VerbraucherInnen vor, dass es insgesamt wenig Zucker enthält. Die Angabe wird als Information über einen besonders günstigen Nährwert verstanden. Und solche Informationen werden typischerweise in der Health Claims Verordnung geregelt. Diese regelt nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben auf Lebensmitteln. Die Europäische Kommission muss unserer Ansicht nach dafür sorgen, dass nährwert- und gesundheitsbezogene Werbeaussagen nur noch auf Lebensmitteln verwendet werden dürfen, die insgesamt ausgewogen zusammengesetzt sind. Und welche Lebensmittel ausgewogen genug sind, damit sie solche Werbehinweise tragen dürfen, das muss natürlich auch festgelegt werden. Man sieht also, es gibt noch eine Menge zu tun, damit Verbraucherinnen und Verbraucher, also wir alle, auf einen Blick erkennen können, ist dieses Produkt nun wirklich für eine gesunde und ausgewogene Ernährung geeignet oder eher nicht. Bisher müssen wir uns diese Informationen leider noch mühevoll zusammensuchen. Aber ich glaube, mit so einigen Mythen und trügerischen Werbeaussagen rund um den Zucker haben wir heute schon mal klar Tisch gemacht. Und wenn Sie jetzt das nächste Mal mit wachen Augen durch den Supermarkt gehen und vielleicht auf ein Produkt stoßen, von dem Sie sich getäuscht fühlen, oder wenn es Angaben auf Lebensmitteln gibt, die Sie verwirrend finden, dann schreiben Sie uns. Gehen Sie auf lebensmittelklarheit.de, stellen Sie Ihre Frage übers Kontaktformular oder machen Sie eine Produktmeldung. Denn lebensmittelklarheit.de wirkt. Gemeinsam sorgen wir für mehr Klarheit und Wahrheit. Und auch in der nächsten Podcast-Folge werden wir wieder spannende Fragen rund um die Lebensmittelkennzeichnung klären. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. Jetzt möchte ich mich aber noch bei euch beiden, Stefanie und Caroline, bedanken. Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und der Dank geht natürlich auch an Sie und euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn euch auch diese Folge unseres Podcasts gefallen hat. Und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr Klartisch, den Podcast von lebensmittelklarheit.de, weiterempfehlt, abonniert und gern auch positiv in eurer Podcast-App bewertet. Mehr Infos zum Thema Zucker findet ihr unter lebensmittelklarheit.de.